Ja, so läuft's. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir sind nicht mehr an der Stelle, wo wir bei der letzten Folge waren, weil ich schon angefangen hatte. Aber sich irgendwas über die Aufnahme gelegt habe. Ich weiß nicht, was. Dass man nichts mehr gesehen hat, das war natürlich ein bisschen scheiße. Das waren zum Glück nur 3 Minuten. Ich glaube, ich habe einen Bürger gerettet. Oder so noch. Und dann bin ich zum Aussichtsturm gerannt, also nicht viel. Klauen haben wir, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben den Taschendiebstahl in der letzten Folge gemacht, wenn nicht, dann haben wir noch einen Taschendiebstahl gemacht, der uns belegt hat, dass Garnier und zwei weitere Männer in Kontakt steht, sonst haben wir nichts. Ja, dann. Ja. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Ich habe kein Geld. Oh, Leute. Ich hoffe, jetzt ich mal flehe läuft. Euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur, mein Alles Grab seine Platz. Münzen. Macht mich schon wieder. Ja, ich hole jetzt den Aussichtspunkt. Und dann gehen wir gleich noch direkt zum Typen hier runter. Ich strecke dich nieder. Alter, ihr schlagt doch zu, du Idiot. Oh, tief genug. Verdammt, wo bist du nur? Ich weiß. Nein, Alter, du ihr bist. Was macht? Fuck. Fuck noch. Ich krieg langsam echt hier einen Raffel, ey, mit dem. Oh Gott, das ist das nervig. Und Alter, warum springst du da runter? Verdammt! Wo ist der Heide, der dafür verantwortlich ist? Dann spiel ich gleich noch ein bisschen Halo. Ah ja, by the way, ich habe jetzt eine Xbox One. Und ich habe auch Assassin's Creed Rogue. Das wird auch irgendwann mal kommen, wenn wir von Konsolen aufnehmen können. Wir wollen ja die komplette Assassin's Creed Reihe auf jeden Fall machen. Rogue werde ich auf jeden Fall machen, weil der Lukas möchte das gar nicht spielen. Als er mir nicht gemutet war. Sorry. Ja. Ich habe es auch noch nicht so wirklich gespielt. Ich weiß, dass du hier bist. Ja, ich bin hier irgendwo, Kollege. Wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Gnädig. Hi. Oh, das ist hier hinter. Ah, der letzte Bürger. Den retten wir mal kurz. Damit wir das endlich hinter uns haben. Nicht durch. Alter, hör auf, in den scheiß Heuwagen zu springen. Sonst hau ich dich. Ach, Alter, ihr. Alter, ihr. Kostet euch euren Hals. Hilfe, ich brauche Hilfe. Entschuldigung. Steht ihr hier herum? Ich sehe euch an. Aus dem Weg. Ich höre den Gott. Alter, hör auf mit dem Reifen. Hast du mal auf mich zu greifen? So, Kollege ist weg. Ich hab gekontert. Ich muss mal Batman bei Kollegen haben, fällt mir gerade mal rein. Vielleicht das auch mal abschließen kann. Ey, du musst schon zuschlagen. Oh, wir haben einen Templer. Okay. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Ja, schön. Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ja. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Ja, schön für deinen Gatten. Darf ich jetzt wieder spielen, bitte? Alle Bürger am Armpill von der Kong gerettet. Sehr gut. Haben wir den... Oh. Ja, die habe ich gesehen. Keine Sorge. Alter, ihr? Ich bin gerade auf. Wurden sie entdeckt? Stoßen sie die Leute aus dem Weg? Halt's Maul! Jetzt müssen wir eigentlich. Doch Geld her. Ich bin arm, krank und hungrig. Ja, ich bin auch arm. Hier scheint es aber eigentlich zu haben. Ich bin ja eigentlich so gerade ausgelaufen, nicht nach links. Hätte jetzt Suizid gefährdet, wie es mir scheint. Waren ja alle. Die ganzen Assassinen. Okay. Kurz husten.
Altair. Er ist mir auf den Fersen. Ja. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Hast du nicht selber? Könnt ich bin hier in Akkon, seit die Kreuzritter die Belagerung begannen. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Können die Assassinen irgendwie nicht selber eliminieren? Oh, hallo. Warum haben alle so Kopftücher? Nur ich hab die Kapuze. Ich und Al-Mualim. So, hier draußen haben alle immer nur Kopftücher. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig. Oh Gott. Nein, bitte geht. Ach, ich dachte gerade, das wäre ein Tempel einfach nur. Bitte. Nein. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder rausgeklickt. Ich hoffe, das läuft jetzt noch. Was sollte, habe ich ja vorher auch schon. So 20.000 Mark. Oh nee, ey. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur, mein Park, deine Münzen. Ich kann gerade nicht. Es ist getan. Er ist tot. Oh, ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitaliter, weiß. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken. Außer den Gelehrten und den Wachen, ja, ja. So. Nachforschung beendet. Sehr gut. Machen wir jetzt noch den letzten Aussichtspunkt, dann dürfen. Ist die Flagge? Moment, da muss ich ja so kurz. Alter. Alter, ihr. Ich hasse dich. Nein, tue ich nicht. Ich habe ja Lukas drum gebeten, als Assassin's Creed 1 fahren zu dürfen, weil ich, Alter, ihr, muss ich ja sagen, irgendwie den coolsten Charakter finde. Weiß ich nicht warum. Aber. Ich finde noch so ein kleines Stückchen cooler. Ist hier noch einer. Als Ezio. Ja, und Connor. Ja. Keine Ahnung, geht. Und Edward. Fand ich das Schiff cool. Also die. Was stimmt nicht mit ihm? Fliegen. Und jetzt Arno, den neuen. Habe ich noch nicht lange genug gespielt, um da aber zu sagen, wie ich bin. Warum tut er das? Aber ich muss es unbedingt weiterspielen. Ich habe voll Bock irgendwie gerade auf Assassin's Creed Unity. Muss ich gerade mal sagen, ich habe gerade echt voll Bock drauf, aber ich muss halt mit der Aufnahme. Ja, ich bin jetzt schon weg. Hallo? Alter. Alter. Oh, Alter, ihr, du bist so ein verdammter Vollidiot. Ganz ehrlich, so, wo ist die Maus? Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Aber das ist ungerecht. Unwahr. Er ist trotz seiner. Ihr seid hier nicht erwünscht. Nur ein Mensch. Geht. Und kann nicht alle retten. Warum muss ich jetzt erst darauf und. Ich frag gar nicht. Ich frag gar nicht. Ich frag gar nicht, was Alter ihr so für Probleme hat. Das sind auf jeden Fall ein paar. Ja, ich will hier hin. So, dann dürfte dem Attentat auf Garnier jetzt ja nicht mehr so viel im Weg stehen. Wir haben die Bürger, wir haben glaube ich gerade Nachforschung. Dann. Jo, alles klar. Dann ab zum Büro. Boah, der Körper weit springt, der Junge. Ah ne, hier muss noch irgendjemand verhauen. Fragung, ja komm. Meine Familie ist sterbenskrank. Volk von Akkon, hört her! Nein, Garnier von Nablus ist ein guter Mann. Bitte. Er möchte euch helfen. Er hat einen Eid geschworen, zu helfen und zu heilen. Jo. Ein Versprechen, das er nicht brechen wird. Schon bald, meine Freunde, schon bald wird der gute Doktor sich um euch kümmern. Habt Geduld, wartet in Demut. So viele brauchen seine Hilfe. Und ihn gibt es nur einmal. Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen. Aber gut Ding braucht Weile. Jo, ja. Tue ich jetzt aber nicht hier. Da gehen wir nur die Wachen auf den Sack. Ich verfolge den jetzt erstmal unauffällig. Versuche jetzt ein bisschen mehr Stealth reinzubringen. Das werde ich auf jeden Fall auch bei den anderen Spielen tun, die ich dann spielen werde. Versuchen mehr so wirklich auf Stealth zu achten. Auch wenn es nicht vonnöten ist. Ich bin ja mal.
Victory heißt das neue. Das wird ja schon angekündigt. In England soll es spielen. Ich brauche es. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Gib mir doch ein bisschen Strafe. Geld. Ein paar Münzen. Okay. Nein, jetzt geh aus dem Weg. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm. Ich brauche das Geld. Haben diese Tiere nichts Besseres zu tun, als sich den Schädel einzuschlagen? Kann ich nicht irgendwie kontern machen? Ne, kann ich nicht. Gnade, Gnade, tötet mich nicht. Ich tue, was ihr verlangt. Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert. Um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht, was er wirklich tut. Fahrt fort. Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler, nur ein kranker, grausamer Mann. Ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum, geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte. Was? Ach komm, der Kollege war auf deiner Seite. Voll gut, dass man kein Blut sieht. Ganz toll gemacht, Alter, hier. Ganz toll gemacht, Alter, hier. Jetzt kann ich auch zum Büro gehen, wenn ich von den Typen hier komme. Das machen wir jetzt nur in dieser Folge. Garnier. Einen Besuch abstatten. Wie gesagt, ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr Stealth reinzubringen. Ein bisschen mehr Schleichen. Klappt ja wunderbar. Aber zumindest bei den Missionen, bei den großen Missionen, würde ich mal sagen. Also, bei den Attentaten. Festhalten konnte ich mich noch gar nicht. Ich brauche noch was für, ne? Boah, Alter, ey, bist du ein unfähiges Stück Scheiße manchmal. Mach's auch nicht das, was ich will, ey. Egal. Einmal rüber. Hey, nein! Büro des Verbindungsmannes. Altair. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet. Der Großmeister des Hospitaliterordens? Eben jener. Und ich weiß bereits, wann und wo ich zuschlagen werde. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manches Mal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Sehr gut. Ja. Entfernt diesen Schandfleck aus Akkon, Altair. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ja, das wusste ich aber schon. So, wo muss ich denn hin? Da ist das Attentatsziel. Schleichen wir uns mal über die Dächer an. Was wir noch wissen, ist das... Klettern. Ist das... Einer der Wachen ja Platz gemacht hat, ne? Bin ich gut. Oh, sehr gut, Alter, hier. Bravo. Da muss ich hin.
Er wird sich noch verletzen. Nein, nein. Ich finde das schon cool, die Architektur hier, alles kaputt. Ich meine, natürlich, Scheiß ist kaputt, aber es sieht irgendwie gar nicht. So einen gewissen Charme. Zum Klettern ist das optimal, wie das hier ist. So, jetzt muss ich. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Ja, er hat sich ja wehgetan. Tut das nicht noch einmal verstanden? Das ist schon wieder so ein Typ. Aua. Bin ich da? So, mit denen komme ich nämlich rein. Sehr gut. Hey, vielleicht wollen wir anderen mal gucken können. Jetzt bin ich aber erstmal so drin. Nein, Hilfe! Helft mir! Helft mir! Bitte! Ihr müsst mir helfen! Ja, auf jeden Fall ein Arzt. Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na. Alles wird wieder gut. Nein! Gebt mir eure Hand. Rührt mich nicht an! Nie wieder! Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Oh. Reißt euch zusammen! Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. Es tut mir so leid, mein Gott. Boah, das finde ich ja sehr... Haben die Leute nichts Besseres zu tun? Nein. Sowas finde ich ja echt... Also, boah, nee, das ist ja echt mies. Wo sind denn die scheiß Gelehrten jetzt hin? Hier. Ich würde ja gerne irgendwie... Also geht es heute besser? Was wollt ihr? Nein, ihr wollt mich quälen. So wie immer, seit ich hier bin. Mein Kind, alleine, dass wir jetzt miteinander reden, zeigt, dass wir Fortschritte machen. Oder habt ihr vergessen, wie es euch vorher ging? Ich kann mich nicht erinnern. Alles verschwommen. Ach, ihr werdet euch erinnern. Wo ist er denn? Jetzt braucht kein Mist, nein. Oh. Hätte man auch rein. Alter, nein. Sehr gut. Nein. Ein Monster. Ich bekomme. Schickt Hilfe! Warte mal. Ich will nicht verlassen, ich will. Ich will nochmal neu starten. Scheiße. Ja, komm, töte mich. Ich will nochmal. Keine allzu schwere Aufgabe. Glaubt ihr, mich abschütteln zu können? Komm, schlag zu. Ich will dich. Ich will nochmal. Ich wollte da hoch, du dämlicher Idiot. Ja, komm, töte mich. Jetzt töte mich. Danke. Ohne Scheiß, warum... Alter, ihr bist so ein... Wenn der Animus anzeigt, dass Schnauze. Von einer informiert. Du bist so ein verkackter Vollidiot. Boah,
geh da hoch. Und bleib oben, Schwachmat. Also geht es heute besser? Was wollt ihr? Euch helfen. Nein, ihr wollt mich quälen. So wie immer, seit ich hier bin. Dass wir jetzt miteinander reden, zeigt, dass wir Fortschritte machen. Ich raste aus dem Köln. Idioten, du sollst da hoch. Ich kann mich nicht erinnern, dass er alles für mich... Du irgendwie... Ihr werdet euch erinnern. Ihr werdet sehen. Alter, ihr kannst du bitte mal da... Warum springt der Idiot bitte nicht so hoch? Kann man das mal einer erzählen? Komisch. Boah, danke. Wo steckt der Typ? Nein, nicht ständig rausgehen. Sehr gut, Leute. Wer wohl einen Grund für seine Taten hat? Ah, er ist gemacht. Ihr seid... Und wie fühlt es sich an, ganz zu sagen? Warum hat er nur mit diesem Unsinn aufhören? Es war nicht einfach, seid versichert. Ihr habt dagegen angekämpft, wie die meisten. Aber jetzt ist es vollbracht. Der schwere Teil ist vorüber. Ich schulde euch mein Leben. Ich stehe zu euren Diensten. Danke. Danke für meine Befreiung. Dank euch, dass ich durfte. Wäre es nicht lustig, wenn er sich verletzen würde? Wann wird er nur mit diesem Unsinn aufhören? Auch im Ehren. So leicht wird er nicht entkommen. Ich versuche es jetzt noch einmal. Nein, ich schmeiß ihn töten, wie gesagt. Haltet ihn auf! Gebt auf! Ja, komm. Ich versuche es noch einmal, ansonsten. Schon bald wirst du tot sein. Oh, nicht schmeißen, du Vollidiot. Hau zu. Seid erledigt! Geht auf! Danke! Bewegung! Dieser Mann hat gewonnen! Boah, ich krieg gar nicht... Mit Leichen können sie ihre Gegner ablenken. Halt dein Maul! Was macht dieser Narr? Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Da geht er hin, da ist er jetzt. Wer sieht mich? Oh, er ist erwacht. Ihr seid's. Und wie fühlt es sich an, wieder ganz zu sein? Wie habt ihr das geschafft? Es war nicht einfach, seid versichert. Ihr habt dagegen angekämpft, wie die meisten. Aber jetzt ist es vollbracht. Der schwere Teil ist vorüber. Ich schulde euch mein Leben. Ich stehe zu euren Diensten. Danke. Danke für meine Befreiung. Dank euch, Kamera. Dass ich durfte. Boah, ich krieg gleich echt einen... Warum tut er das? Wann wird er nur mit diesem Unsinn aufhören? Nein. Was tut dieser Tölpel? Was denkt sich dieser Mann nur? Meine Beine! Scheusal! Ihr habt mir die Beine gebrochen! Nur zu eurem Besten! Ihr wolltet fliehen? Das verliebt das ganz gut. Befreit euch von eurer Last. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heim? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war? Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und es ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran.
Aber es gibt Kräuter, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Ja, sehe ich anders. Weiß ich selber gerade nicht. Alter, ihr. Ach, jetzt geht das hier los. Hoch da. Wo war denn das Fenster, das zerbrochen ist? Da will ich gerne raus. Alter, ich bin unfähig. Boah, ey, du verdammter Vollidiot. So geil rausgekommen und dann verspielt er den ganzen Vorspiel wieder mit seiner Dummheit. Hallo. Tötet den Assassin! Wo weiß der denn Bescheid? Lasst ihn nicht entkommen! Was stimmt nicht mit ihm? Keine Ahnung, was mit ihm nicht stimmt. Der ist merkwürdig. Der macht irgendwie nur Scheiße. Alter, ihr ein bisschen schneller, ja? Ach ja, wo er will. Alter, ihr bewegt dich doch. Boah, woher kommen die da alle? Woher wissen überhaupt, dass ich das... Wow. Die können das gar nicht wissen, die waren nicht dabei. Ihr. Ach, Alter, ihr, du bist eine Nulpe. Komm rein da. Nein, das kann nicht sein. Immer dann, wenn ich irgendwo rein will, kommen die Scheiße um die Ecke. Alter, ihr bewegt dich. So, Leute, außer Weg. Ja, ihr steht echt im Weg. Komm, komm, versteck, versteck. Boah, das darf nicht wahr sein. Alter, aber Leute, wenn ihr mich aufhört, nicht zu nerven, aufhört zu nerven, dann seid ihr tot. Na endlich, meine Fresse. Boah. Gehen wir zurück. Er ist wahrscheinlich in einen anderen Stadtbezirk geflohen. Darf ich gar nicht. Oh, Moment, ich muss kurz. So. Ich habe mich gerade hier hingeschrieben. Jetzt einmal raus hier. Alter, wo fährt er jetzt schon wieder? Er wird sich noch verletzen. Und wenn das halt's Maul. Ich bin gerade ein bisschen sauer. Was gibt es, Altair? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ja, und ich glaube, das macht er jetzt automatisch. Ich kann mich nicht bewegen. Erinnerung müssen wir es ja vorspulen. Ja, komm. Dann speichert sich das Spiel nämlich da nochmal. Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogelhöhe. Mal Ladezeiten gehen wir nicht schön schnell, ne? So, jetzt leider. Bringt ihr neue Kunde, Altair? Garnier von Nablus ist tot. Ausgezeichnet. Wir hätten uns keinen besseren Abschluss wünschen können.
Und doch. Was ist? Der Doktor beharrte darauf, dass seine Arbeit gut war. Und rückblickend muss ich zugeben, dass seine vermeintlichen Opfer ihm sehr dankbar waren. Nicht alle, aber genügend, um Bedenken zu wecken. Wie vermochte er, Feinde in Freunde zu verwandeln? Ein guter Führer findet einen Weg, dass andere ihm Folge leisten. Das macht sie zu Führern. Wenn Worte nicht helfen, greifen sie zum Gold. Wenn das nicht hilft, greifen sie auf gemeinere Mittel zurück. Bestechung, Drohungen und solcherlei Kniffe. Es gibt Pflanzen, Altair, Kräuter aus fernen Landen, die einem Mann die Sinne vernebeln. Der Genuss bringt solche Freude, dass mancher sich dadurch versklaven lässt. Dann glaubt ihr, diese Männer standen unter Drogen? Rauschgift? Ja, wenn es wirklich so war, wie ihr sagtet. Kräuter scheint mir eine merkwürdige Art der Kontrolle. Unsere Gegner haben mich desselben beschuldigt. Das Versprechen des Paradieses. Sie glauben, es sei ein Garten, gefüllt mit Frauen und Freuden. Ich würde euch berauschen, so wie Garnier, und euch mit diesen Genüssen versuchen. Dann kennen sie die Wahrheit nicht. Und so soll es auch sein. Aber wenn sie die Wahrheit wüssten, dass wir nur den Frieden suchen. Dann würden sie uns nicht fürchten und wir hätten keinen Einfluss auf sie. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Sehr gut. Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist. Alles klar. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Für euch nicht ganz so lange wie für mich. Jetzt haben wir den Gürtel wieder. Das sind die Wurfmesser, glaube ich. Neue Waffe, ein Wurfmesser. Jawohl. Rempeln. Jawohl. Voll klug, Mikro ausschalten, dann weiterreden. Dann rausklingen. Ja. Was tut Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Gar nicht. Ich will jetzt nicht trainieren. Na, sehr gut. Ich hoffe mal, das Spiel hat jetzt gespeichert. Dann, kam jetzt gerade rein. Achso. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Assassin's Creed und hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis zum nächsten Mal.